Ja, da sind wir wieder, liebe Freunde, bei Wendy Rettung für Sternchen. Ja, wir haben ja hier jetzt unser kleines Sternchen gestriegelt. Ich weiß gar nicht, was müssen wir jetzt als nächstes eigentlich machen? Hast du eine Ahnung? Klick mal Wendy und Bianca an, die wollten, glaube ich, irgendwas sagen. Also. Warum sollen wir Emma nicht auch auf die Koppel holen? Wir haben doch genug Platz. Wenn deine Eltern nichts dagegen haben? Oh, müssen wir Mutti wieder Bestimmt fragen? nicht. Ach, Mutti Ich hat frage nichts meine dagegen. Mutter. Nein, Mutti hat nichts dagegen. Was ist eigentlich mit deinem Vater? Ist deine Mutter nicht bei Bauer Storm? Wahrscheinlich schon. Dann müssen wir sie später wegen Emma fragen. Ob wir das Layout-Programm und den Spezialverband schon abholen können? Ah, okay. Bestimmt. Lass uns nach Ohlemünde Müssen wir reiten. wieder dahin reiten? Können wir uns nicht beamen? Müssen wir immer dahin reiten? Ja, wer kennt es nicht, diese Also dann, Melodie? zum Markt. Ja, ich wollte ja, aber ich darf ja nicht. Wir wollten. So, jetzt muss ich wieder reiten. Hui, ups. Übrigens ist Hannes gerade an der Maus. Moment, das war die falsche Richtung. Falls ihr euch wundert. Ja, ich habe auch mal übernommen hier. Ja, aber Melli hat keine Lust Einfach mehr. viel besser bin. Na, Spaß. Bitte. Blöd rumklickern kann ich hier auch sehr gut. Na, ihr seht, jetzt bei einem Horror-Let's Play muss ich schon immer einspringen. Jetzt muss ich hier auch noch einspringen. Nein, ich hatte jetzt einfach ehrlich gesagt nach fast über einer Ach komm, Stunde, wir haben diese jetzt fast Brille. 1,5 Stunden gespielt, ich hatte jetzt einfach keine Lust mehr. Ja, irgendwann. Ja, wir können leider keine Pause machen, so direkt, weil halt das Problem ist, dass das Spiel nicht speichert. Und ausgerechnet dieser Wendy-Teil geht natürlich dann ein bisschen länger als die anderen. Ja. Und dann hat man den Salat. Wisst ihr Bescheid? Guckt man doof aus der Wäsche. Was wir hier für harte. Oh Gott, was war denn der da? Schöne Er Äpfel. ist ein Apfel. Hast du die von uns geklaut? So, da sehe ich Mal schon sehen, ob die unsere Sachen alle da Verbände. sind. Also der andere ist noch nicht da. Bin gleich zurück, okay. Aber zumindest der eine ist da. Also, lieber Ob Herr. das die Verbände für Sternchen sind? Ja, sicher. Diese Verbände lagen vorhin nicht da. Ja, ist ja gut, Bianca. Hallo. Kommt ihr wegen der Spezialverbände? Nee, wir sind aus Jux Ja, und auch. Tollerei Sind die hier schon da. da? Selbstverständlich. Ja, dann gib sie bitte. Hier bitte. Die Verbände sind eben geliefert worden. So Super, wurden die dann nehmen geliefert. wir welche So mit. offen. Das ist aber nicht mehr steril. Sollen die Scheiße. Was sollen die denn kosten? 4,20 Euro. Das kläre ich später mit Mir Dr. auch gedacht. Scherer. Ah, danke schön, das ist aber nett. Sehr schön. Du bist. Und wie Ach, ich schmecken die krieg nur einen, Äpfel? oder was? Die Bio-Äpfel sind richtig lecker. Ja, schön. Krieg ich auch einen. Dem Mann scheinen die Äpfel zu schmecken. Ja, warum bist du da so angewidert Dem davon? Mann scheinen die Achso. Äpfel zu schmecken. Ja, und der andere? Ob ich auch hier Fotos für Michael machen soll? Haben wir doch. Warum nicht? Wenn du ein schönes Motiv Wir haben findest? doch eins. Toll, was man auf dem Markt alles kaufen kann. Ja, prima. Toll, was man auf dem Markt Okay, alles da kommst du kaufen nicht kann. weiter. Ich glaube, du musst mal hier. Ja, ich wollte nur schauen, Also, was jetzt hier bekommt noch ihr das rumliegt. Computerprogramm? Ah, Ja. ja. Mein Kollege hat mir diese CD für euch gegeben. Ah, Sehr danke schön. schön. Super, können wir die mitnehmen? Danke. Das neue verbuggte Cyberpunk drauf. So. Ja, dann warst du's, oder? Wo ist denn Ihr Kollege? Der ist zur Wiese vom alten Storm. Wie sie alle glotzen. Wo die Zur Bullen Wiese vom gestohlen alten wurden? Sturm. Okay. Genau, der hat's nicht mehr ausgehalten vor So. Neugier. Typisch Dorf halt, ne? Alle rennen hin, wenn irgendwas ist. Das ist wie bei so einem Verkehrsunfall. Du kannst nicht wirklich weggucken, aber. Gut, dann gehen wir zurück, weil hier Naja. gibt's nichts mehr, glaube ich. Nur die Äpfel. So ist der Kollege. Sensationsgeil. Opfert seine Mittagspause, wenn's was zu gucken gibt. Muss auf Also die sind Äpfel alle. klicken, Sind damit gar er nicht weiterredet. neugierig? Ich? Macht keinen Sinn. Nein. Ich esse lieber in Ruhe meine Äpfel. Möchtet ihr einen haben? Bloß nicht. Nein, Nein, danke. danke. Warum? Die hatten doch genug Äpfel jetzt in der Ach letzten Zeit. so, ja, mein Gott, Wir haben komm. alles, was wir brauchen. Die Dann können let's ja, go. sind ja eine Ja, andere lass Sorte uns zurück vielleicht. zu Sternchen reiten. Was träumten die Obstverkäuferin hier hinten eigentlich immer? Die schmachtet ihr den an oder was? Ja, kann Den sein. Ernst August hier. Der Ernst August. So, jetzt gehen wir wieder nach Hause. Weil ich habe jetzt keinen Bock mehr. So, hier ging es, glaube ich, lang. Da reiten wir den ganzen Weg umsonst. Da, da, da. Naja, fast umsonst.
haben wir alles bekommen. Ist natürlich nicht umsonst. So. Ich kann leider nicht schneller reiten, Leute. Auch wenn ich es gern wollen würde, aber es ist nicht möglich. So, da ist ja schon das Ortseingangsschild Rosenburg. Mutti! Wir sind wieder da. Wir wollen fragen wegen Emma. Wie schaut's denn aus? Dürfen wir Emma zu uns holen? Weil Sternchen vereinsamt ein bisschen. Sollen wir mit der Einladung für Michael anfangen? Nee. Dafür ist noch genug Zeit. Also, genau, wir kümmern uns erst um Sternchen. Natürlich. Sehr schön, Wendy. Man muss Prioritäten setzen im Leben. Erst die Tiere, dann die Typen. Warum gehst du dann? Ich wollte mit Mutti reden. Mutti ist nicht da. Ach so. Mutti. Mutti ist wirklich nicht da. Die Mutti ist verschollen. Kann man da rein? Wo geht's denn da rein? Ach ne, da geht's raus. Also, mit Mutti können wir nichts machen. Dann schauen wir nach Sternchen. Ja. Wo ist denn der? Auf der Koppel da, oder? Auf der Koppel, ja. Ich brauche meine Maus. Vielen Dank. Sternchen, wie geht's dir? Oh, es hat einen neuen Verband, kann das sein? Nee, der Verband ist trocken geworden. Ah, Mann. Du musst ihn wieder feucht machen. Scheiße, wir haben es vergessen. Jetzt ist er eingetrocknet. Na, Sternchen, geht es dir gut? Ja. Was erwartet sie denn immer? Erwartet sie, dass das Pferd sagt, ja, als ob das Pferd dann antworten würde immer. Und als ob das Pferd auch jedes Mal wirren würde, wenn man es anspricht. Würde es nicht. Quatsch. Der Verband hat gut gehalten. Super. Ist ja betontrocken. Der Verband hat gut gehalten. Entschuldigung. Ach scheiße, wir müssen ja dann zu diesem Schmied. Der Verband hat gut gehalten. Ah, ich weiß gar nicht, wie. Den macht er doch, den Spitzerverband, ne? Da kann ich, glaube ich, hier gar nichts machen. Man muss ihn eigentlich nochmal anfeuchten. Der Eimer ist noch fast voll. Sternchen hat nur wenig getrunken. Sternchen hat nur wenig getrunken. Man denkt halt immer, es gibt eventuell noch was. Die Melasse schmeckt dir wohl nicht. Mann, Sternchen, du bist aber auch ein VIP, hä? Wahnsinn. Sternchen hat immer noch kein Heu gefressen. Ich glaube, Sternchen trauert. Ah. Ja, wir müssen unbedingt mit meiner Mutter wegen Emma reden. Und Sternchen geht's zu Ende. Ja, Sternchen, was machen wir mit dir? Gehen wir ein bisschen ausreiten oder was? Ich klicke nochmal auf den... Auf den Verband. Sieh mal, Sternchens Verband ist trocken. Siehst du? Ja, wir müssen mit Wasser nachgießen. Hm. Dann gieß nach. Haben wir noch einen Schwamm dabei? Nee, wir müssen. Gieß nach. Hier brauchen wir das Wasser nicht. Ach so, ich darf es jetzt wieder nehmen. Okay, Entschuldigung, mein Gott. Es ist feucht. Ja, das ist da schön. Da musste Wendy sogar Sternchen. Lachen. Wollen wir jetzt mit Sternchen zum Hufschmied? Gute Idee. Wir müssen nur vorsichtig reiten. Ja, aber ich habe eine Frage. Wir wissen doch gar nicht, wo dieser Hufschmied ist. Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht mal auf die Karte gucken. Es gibt keine Karte. Ah, stimmt. Blöd. Hoffentlich ist der Schmied nicht zu grob zu Sternchen. Wo ist denn der? An Sternchens Hufen muss was getan werden. Lass uns losreiten. Muss ich den finden, ne? Ja. Was haben wir denn hier? Du musst bei Ole Münde weiterreiten. Ah, bei Ole Münde einfach weiter. Nee, das schaffen wir. Das kriegen wir hin. Mit der Unterstützung der telepathischen von euch schaffen wir das. Oh, guck mal, das kleine Sternchen. Das ist nicht süß. Eigentlich darf das doch noch gar nicht so rennen. Das ist doch hier voll die Tierquälerei, was wir hier gerade machen. Das arme Tier. Sternchen, das ist ein kleines Pony, ne? Ja. Das ist ja deutlich kleiner als der andere. Das ist nicht für Erwachsene zum Reiten gedacht. Ach, es kommt drauf an. Ja, für leichte, kleine Erwachsene vielleicht. Schau mal, ich bin jetzt auch... öfter auf dem Pony quasi geritten, wenn ich auf Haflingern geritten bin. Sind ja auch im Endeffekt Ponys und trotzdem bin ich auf denen geritten. Ja. So, jetzt müssen wir, glaube ich, hier lang. Gell? Ja, Ole Münde. Einfach geradeaus, haben wir gesagt, gell? Probieren wir es mal, wo wir da hinkommen, ob das der richtige Weg ist. Also hatten wir ja doch eigentlich eine Karte. Ah, da ist die Schmiede. Herrlich. Ich sehe sie noch nicht, aber ich sehe das Schild. Da brauche ich ja nicht hinlaufen. Nee. Draufgehen. Quatsch. So. Eigentlich habe ich gar keinen Bock, zu dem Idioten zu gehen, aber naja.
Der ist auch grob zu Sternchen. Ich mag den. Nee, da kann man sich mal einen besseren Schmied suchen. Sieht ja sehr abenteuerlich aus hier bei ihm. Da ist der Hufschmied, ja. Ja, da ist der Hufschmied. Dann klickern wir ihn mal an, oder? Unser alter Hufschmied war mir lieber. Na, mir auch. Mir auch. Mir auch, aber ich glaube, er kann uns hören. Was hier alles herumsteht. Na, jede Menge Scheiß. Aha, guck mal. Hier ist dieses Wappen. Irgendwas hat er doch da hier. Irgendwas weiß ich. Hier alles herumsteht. Warum okay, sind hier so viele Messer eigentlich? Na endlich, keine Ahnung, ich habe schon gewartet. Ja, Entschuldigung. Wir sind so schnell gekommen, wie wir konnten. Wir mussten noch den Spezialverband abholen. Hast du, wenn du immer mit deinen Kunden so umgehst, dann wundert mich das nicht. So kann ich leider nichts anklingen. Mir geht nicht. Ich kann aber Sternchen anklicken. Nee, Bianca kann. Was hier alles herumsteht. Ja, das haben wir doch jetzt schon ein paar Mal gehört. Ja, müssen wir jetzt einen Angriffsverband geben, oder was? Ach so. Habt ihr den Verband gemacht? Ja. Die Hufe. Gut, nicht? Naja, ich werde es nachher beschlagen. Ey, deiner war auch nicht besser, du Vollpfosten. Habt ihr noch was von dem Verband da? Ich mach Sternchen nachher einen neuen. Ach, ja, wir haben noch was da, dann kannst du dein Gesicht eingipsen. Bitte schön. Damit du die Menschheit nicht mehr damit belästigst. Ja, geil. Volltreffer. Was war denn das? Ein Scheiß, was ist denn hier eigentlich? Warum hast denn du hier so ein Wappen da drauf? Irgendwas stimmt doch mit dir nicht. Du bist doch nicht normal. Guck dich mal an, wie du ausschaust. So. Hast du diesen Wurf gesehen? Wahnsinn. Oh. Ja. Das sind Kühe. Das kam doch aus dem Stall. Oder? Kühe? Stiere? Was auch immer. Kühe? Sag mal. Geh mir den Stall ran, schnell. Hast du da Dreck am Stecken? Was war denn das für ein Geräusch? Ich habe jetzt zu tun. Wie bitte? Ihr könnt das Pony in einer Stunde wieder abholen. Nee, nee. Komm, wir reiten zurück nach Rosenborg. Willst du Sternchen bei diesem Bekloppten allein lassen? Der reißt dir den halben Huf ab. Ich kann hier nichts mehr machen, leider. Mir leid, Leute, wir können nichts über dieses Zeichen herausfinden. Wir müssen Sternchen bei diesem Rotalo zurücklassen. Schön. Okay, also dann reiten wir zurück. Ja, dann machen wir in der Zeit vielleicht die Einladungen fertig, oder? Ja. Irgendwann müssen wir mal die Einladung fertig machen. Aber wir haben noch nicht so viele Bilder, aber die reichen, oder? Wir brauchen ja keine 6 Bilder, sondern... Eben. 6. Wir brauchen ja, wir haben ja 3, glaube ich, oder? Ja, ich glaube nur 2, aber die reichen. Ja, reicht schon. Kommt doch eh nur 1 drauf wahrscheinlich. Ja, eben. Ist doch scheißegal. Als ob es hier so viele schöne Motive gibt. Man kann ja nicht mehr irgendwie in die Natur gehen hier und ein Bild machen. Kann ja immer nur so komische Standardbilder machen. Da müssen wir am PC wahrscheinlich, ne? Ich schätze. Um das zu machen, wenn wir ein Programm bekommen. Kann ja nur ein PC sein. Wir müssen mit der Einladung für die Party anfangen. Ja, machen wir. Wollen wir ja. Ja. Hast du genug Fotos gemacht? Nein. Oh, dann lass uns jetzt noch welche machen. Ich muss 6 Bilder machen. Okay. Wir müssen echt... Willst du jetzt weitermachen? Ja, wir machen das jetzt. Wir müssen echt 6 Bilder machen. Machen wir einfach irgendwelche x-beliebigen Motive hier. Unser Kinderzimmer und so. Das Bad. Den Keller. Ja. Ich habe den Namen schon wieder vergessen von ihr. Von dem Pferdchen. Dixie. Daisy. Wie heißt denn die? Dixie. Oh, schon wieder 14 Minuten waren sie, die Zeit rennt hier. Ich erinnere da, dass sie rot sind. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ja, keine Ahnung. Es sind halt auch immer die 2 Grazien mit drauf, weißt du, richtig Fotogeil. Ja, ich weiß halt auch nicht, was sollen wir denn sonst für Bilder machen. Haben wir was auf der Koppel vergessen? Ich glaube nicht. Doch, ein Foto haben wir vergessen. Weil wir haben ja keine andere Möglichkeit für Motiv. Haben wir jetzt genug Bilder? Dann brauchen wir 6 oder was? 6. Wo sollen wir noch hingehen? Können die Spiele fotografieren? Beweisbilder machen. Ja, weiß nicht, versuch halt mal reins. Wir müssen mit der Einladung für die Party anfangen. Aber... Ja, hast du genug Fotos gemacht? Nein. Nein?
Dann lass uns jetzt noch welche machen. Weißt du, warum sagst du denn überhaupt, wir müssen einfangen? Und dann so, nein, ich hab keine. So, jetzt haben wir doch genug Fotos. Ach, mach einfach 6 Stück und fertig. So, können wir jetzt reingehen? Da war doch eine Kuh in Heikos Stall. Ja. Oder ein junger Bulle. Ob Heiko was mit den Viehdieben zu tun hat? Wer weiß, sollen wir es deiner Mutter erzählen? Ach, ich weiß nicht. Es ist doch kein Beweis. Ah, so eine Vermutung, aber... Wir müssen mit der Einladung für die Party... Kann ja trotzdem was dran sein, ne? Ja, hast du genug Fotos gemacht? Wir haben genug Fotos. Ja, Halleluja. Lass uns auf mein Zimmer gehen. Oh Gott, ich dachte schon, wir werden nie fertig damit. Schnell ins Zimmer huschen. Jetzt kommt wahrscheinlich Mutti und hält uns wieder auf mit irgendeinem unnützen Kram. Nee, zum Glück nicht. Ja, dann schwingen wir uns mal an den modernen High-End-PC und werden mal hier was rausrendern. Erstmal Facebook-Chip. Dann können wir wieder ein bisschen im Chat. Kann's losgehen? Im Chat hier mit unserem Boy reden. Wieso sitzt ihr denn vor einem ausgeschalteten Computer? Wie beim letzten Spiel. Wo ist denn die CD mit der Software? Ja, in deiner Tasche, Mann. Du sitzt gerade drauf. Jetzt noch die Bilder. Wo habt ihr denn das reingeschoben? Dazu muss ich die Kamera anschließen. Im PC vorne wahrscheinlich. Die Kamera ist voll. Ja, was du nicht sagst. Das wolltet ihr ja. Super. Jetzt werden die Bilder eingespeichert. Yippie. Es kann losgehen. Ja, prima. Wir nehmen einfach die schönsten. Die sind ohne eure Gesichter. Da haben wir kein einziges. Oh Gott. Okay, ich denke, wir müssen hier einen kleinen Cut machen, denn ich kenne dieses Problem. Es wurde schon mal bei jemandem geschildert. Das kann man nicht machen. Während ein Aufnahmeprogramm läuft, warum, weiß man nicht. Deswegen müssen wir das jetzt gerade offscreen machen. Wir melden uns aber gleich zurück. Es sind eh fast 20 Minuten. Ach, tatsächlich? Ja. Es liegt am Aufnahmeprogramm? Ja. Okay. Ja, scheiße. Ich hoffe, deswegen, du hast recht und dass ja, wir dann weitermachen können. Deswegen, schade für euch, aber ich kenne das Problem, das ist schon mal bei jemandem aufgetaucht. Deswegen müssen wir euch jetzt leider kurz rausschmeißen. Okay, dann hoffen wir mal, dass du recht hast, dass es dann auch weitergeht. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen bis dahin. Wir haben ja fast wieder die 20 Minuten voll. Wenn euch gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Und abonniert unseren Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Und dann drückt die Daumen, dass es weitergeht. Sonst haben wir ein Problem. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.